So, liebe Freunde der Lego-Unterhaltung, wir befinden uns beim Bau des Rates von Elrond. Ja, richtig. Schwerer Name. Ich mag Konzil gern lieber, das Wort finde ich toll. Tütchen Nummer 2 von 2, das heißt, wir sind schon bei deinem vorletzten Video, aber ihr wisst ja, wie das läuft. Es ist nicht das letzte Mal. So. Da ist wieder eine Packung drin. Ich denke mal, Oma. Den darfst du wieder machen. So, standardmäßig Recycling. Genau. ESG freut sich. Ja, Entsorgungsbetrieb und so. Also. Ja. Hat ja alles seinen Namen. Also, wenn Sie Ihre Produktpräsentation hier wollen. Bitte melden Sie sich bei der angegebenen E-Mail-Adresse in der Kanalbeschreibung, die wir übrigens mal formulieren sollten. Mhm. Er weiß genau, woran ich rede. Sehr schön. Schon wieder ein Helm? Nee, ja, das sind Haare. Oh, ach, der Elf. Die Elfenhaare? Elrond und Arwen. Das heißt Ding. So, ich hole euch erstmal wieder näher ran, sonst seht ihr nichts. So, du kannst Elrond und... Natürlich, gib mir den Fummelkram. Obwohl, die Umhang, den Umhang mache ich, der ist ja bei Elrond. Da, da, da. So, das reicht ein Stück zurück vielleicht, oder? So ist schick. Kennst du aber die richtige Position zu finden? Ja, nee, wenn man es stehen lassen könnte, wäre es immer gleich. Oder was denn hier? Das geht nicht, nee. Oh, das ist ja sogar aus Gummi. Das ist aus Gummi. Hat mich auch gewundert. So, der Umhang ist drauf. Oh, meine Haare wie in der Wind. Okay. Ich hab's natürlich gerade genau falsch rum gemacht. Ja, das Rote kommt nach außen. Das ist das okay. Wenn du meinst. So, das ist aber. Ah, dann mache ich sie erst. Das sieht ja aus mit dem Kleid. Ja, ist doch schön. Arwen hat nun mal dieses blaue Kleid an. Aber die kann nur grimmig gucken irgendwie. Grimmig und grimmiger. Mehr Gesichter nicht drauf. Dabei ist er so eine hübsche Frau. Och ja. Ich finde sie hübsch. Liz Taylor ist hübsch. So. Punkt. Kommentare bitte unten anmerken. Dankeschön. Genau, wer ist der hübscheste Charakter aus der Herr der Ringe Trilogie? Und wir sprechen hier von den Filmen. Wir sprechen von den Filmen, genau. Weil im Buch lässt sich das natürlich schlecht sagen, wer hübscher ist. Man könnte sich das mal vorstellen, wie die aussehen, aber das ist schwierig. Das ist ja unmöglich, möchte ich sagen. Bitteschön, da hast du sie. Nimm sie dir. Wenn du 5 Minuten mit ihr allein hast, sag Bescheid. Und mit Liz Taylor auf jeden Fall. Also wenn ihr irgendwie Kontakt habt oder so. Genau. Ich bin bereit. Ich bin bereit, ja. Genau. Ich sag nur das rote Kleid. Die Frau mit dem roten Kleid. Die Frau mit dem roten Kleid, genau. Matrix. Ja, auch so, wenn du das Roman liest und es ist dann immer von der Frau mit dem roten Kleid die Rede. Da stellt sich ja jeder was anderes drunter vor. Mhm, richtig. Und dann kommt der Film und du denkst dir, ne, so habe ich das aber nicht gelesen. Ja, ist so. Ne, das ist dann Vorstellungskraft, ne? Ja. Genauso, wenn Link mal irgendwann eine Stimme kriegen soll. Niemals. Es hat mich übrigens gewundert, es hat ja ein weiteres Ankündigungsvideo für 2015 gegeben. Mhm. Von Zelda für die Wii U ist nicht ein Wort gefallen. Ich weiß, ich weiß. Katastrophe, Skandal. Ja. Majora's Mask, okay. Richtig, Majora's Mask. Ein Haufen anderer Titel, die im Grunde keiner haben will. Du hast was vergessen. Was denn? Den Burschen, ja. Gut, dass ich dich habe. Immerhin. Nee, und da hat mich das gewundert, dass die darüber hätten ja wenigstens nochmal so ein Zückerchen hinschmeißen können, weißt du? Ja, auf jeden Fall, ne? Nee. Aber es soll ja Dezember 2015 kommen. Dezember erst? Ich Dezember. Dachte im Sommer. Nein, Dezember. Ach du gut, bis dahin ist Nintendo pleite.
Komm, wenn die so weitermachen. Wenn die so weitermachen, ja. Darf ich dir die Treppe überreichen? Danke. Die kommt. Hey. Doch, ich glaube, das war schon richtig, was du davor hattest. Ja, aber. Ne? Hä? Ach so. War es das irgendwie? Nö, ist doch richtig. Die Ecke liegt auf dem Dingens drauf. Aber hier sieht man sie nicht mehr. Hat Tobias vielleicht was falsch gemacht? Also ich glaube, das kommt so. Nee, das ist eine Ebene. Das ist ja nicht höher. Das liegt ja genau auf derselben Ebene. Nein, so, weißt du. Ja, ja. Aber es liegt ja auf derselben Ebene. Nein. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich. Da hast du zwei Flachen, den Punkt, den das. Das stimmt schon so weit. So, wenn nicht so, dann habe ich das umgedreht, dann habe ich die da drauf. Ja, ist ja so richtig. Tja, wie ist das denn hier, Mann? Das kommt einfach hier so drauf. Nee, nee, das ist eine Ebene. Siehst du auch hier, wir müssen ja da oben weitermachen. Wow, hey. Verstehe ich. Ah, sag mal her. Ach, ich glaube, ich weiß. Er hat's auch gelesen. Okay, alles cool. Da kam noch einer drüber über die eine. Da kam sogar noch zwei drüber, das war's. Ja, ja, genau. Tata. Ja, passiert, ne? Jetzt sind wir quitt. Einmal du scheiße, einmal ich scheiße. Ja, ein Fehler pro Folge muss sein. Mindestens. Mindestens. Ach, das weiß ich nicht einfach. Weiß ist schön, ja. Ja, in meiner Ausbildung wurde das Rheinweiß genannt. Rheinweiß, gibt es. Das ist Cremeweiß. So Versteckdosen, da gibt es ja noch Rheinweiß und Cremeweiß. Ja, ist überall so. Ist bei Möbeln bestimmt auch. Und auch bei Teppichen. Ist so. Ich will Rheinweiß, dann musst du erst mal gucken, welche du da hast. Weiß ist nicht gleich weiß? Weiß ist nicht wirklich. Nee. Genauso wie mit Rot, Grün, Gelb und so weiter. Arbeitet ihr mit Farbtabellen irgendwie? Mit Rahlfarben oder sowas? Mhm. Nee. Dann hat man mal so Anhaltspunkte. Aber manche suchen auch Taupe im Moment. Was ist das denn? Ja, ist ein neuer Farbton. Neu. Wurde noch nie in der Welt gesehen. Taupe. Wenn jemand die Farbe gesehen hat, bitte meldet euch. Sie wird dringend gesucht. Ja, das ist so, wie soll ich die erklären? Die ist so Schlammfarben. So, ne? Taupe. Taupe nennt sich die. Gute Güte. Die ist auch schön. Die Welt geht unter, aber wir haben Taupe. Ja. Unglaublich. So ist das. Goldenes Schwert. Cool. Cool. Klinge nach oben, ne? Hasse. Ein normales Messer auch noch. Das ist kein Messer, das ist ein Dolch. Dolch. Ist Dolch ist gehört in die Rubrik Messer. So eine Unterkategorie. Behaupte ich jetzt mal. Ja, ja, ja. Du Scheiße hier. Lass mich da auch mal ein bisschen. Wieder schon am Mund verboten. Ja. Nee, gar nicht. Hab ich ja nicht gesagt. Ja, ja. Wir haben nur gesagt, du Scheiße hier. Taupe, sag ich nur. Genau, Taupe. Das klingt gar nicht nach einer Farbe. Und das Schwert stammt bestimmt vom ersten Teil, wo Elrond das Schwert hat zum Kämpfen gegen die Armee. Hm. Da kannst du mir jetzt vieles erzählen. So hast du doch gesehen. Ja, bestimmt. Das ist doch schon wieder 2 Wochen her. Was? Ja gut, ich habe ihn noch... Also ich merke mir das. Ja gut, ich habe ihn bestimmt 10 Mal öfter gesehen als du. So. Okay. Ich kenne ihn ja schon im Schlaf. Ja. Hast ja gemerkt. Also fast jedes Zitat habe ich dann wortwörtlich dann gesagt. Man kann sagen, dass du die noch mitgesprochen hast, während der Film lief. Nee, nee, man soll es ja nicht übertreiben. Oh Mann, ja. Das kommt hier neben. Achso, der kommt. Das ist jetzt in die Mitte oder nach außen?
Nee, in die Mitte. Dann kommt das. Dann kommt das. Okay. Nee. Hey, kommt das? Ja doch, das kommt schon. Manchmal muss man hier genauer hingucken. Dann erkennt man auch Taupe. Das wird jetzt ein Running Gag. Das ist übrigens falsch, was du da machst. Nee, das ist richtig. Nein, das ist nicht. Achso, da fehlt noch was. Aha. Aha. Taupe nicht erkannt. Möp. Taupe. Taupe. Da muss ich direkt mal ins Internet gehen und nachgucken, was das hier da für ein Mist ist. Wie gesagt, so Schlammfarben. Er will den Schlamm in seiner Wohnung. Sieht schön aus. Das darfst du nur, wenn die Kunden es sagen. Nein, sieht wirklich schön aus. Das ist meine persönliche Meinung. Verkauft sich das gut, ja? Ja, bisher war das nur eine Kundin, drei waren es schon. Aha. Drei waren schon. Ich dachte gerade schon, oh, es ist momentan so in. Nee. Ein Kunde hat danach gefragt. Es kommt. Es kommt. Kommt. Es kommt. Wer weiß, wer das wieder in die Wege gebracht hat. Ja, habe ich auch gedacht, aber ich glaube, das ist nicht so. Oder kommt dann zwei? Doch, zwei kommen ja da. Kommt da so einer da? Stimmt. Dann passt es. Wir haben schon gewundert, wer das ist. Ja, ne? Ja. Aha. Ja. In Schlammbraun. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Ja. Ein Must-Have. Ein Must-Have. Wir entwickeln einen Werbespot für Taupe. Nur für die Farbe. Suchen Sie jetzt. Das da, genau. Ja, habe ich schon. Sehr gut. Mit offenen Augen auch. Mit offenen Augen sieht sich besser. Das stimmt. Auf dem Auge ist er taub. Ja, genau. So, sehr schön. Ja, jetzt können wir die Umrandung machen. Jetzt kommt die Stabilität. Ja, so ein bisschen, ne? Wieso ein bisschen? Ein bisschen. Na, so weit sind wir noch nicht. Nee, so weit sind wir noch nicht. Deswegen sag ich, ja, du wolltest schon wieder vorpreschen. Achso, da kommt er. Kennst mich ja. Ja, drauf. Ich sag nur ran. Genau, ran. So sieht's aus. Da fehlen noch zwei. Ach so, nee. Oder kommen da die Großen rein? Der Große kommt, der. Ach, einer kommt nach hinten, jo. Wo ist das Werkzeug? An meinen Finger. Wo ist das Werkzeug? Hatten wir eins? Nee. Ja, also dann such es doch erst gar nicht. Mann, das Profi-Werkzeug fehlt. Das gibt's doch gar nicht. Hab mir erst die Nägel gemacht, das ist natürlich ganz toll. Ja? Ich auch. Dafür bräuchten wir jetzt unsere Sekretärin. Ja, genau. Unsere Praktikantin. Ja. Für Fingernägel. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, wir brauchen für Praktikanten keinen Mindestlohn, wir zahlen das schon mal gut. Ach so, ja, stimmt. Ja, die fallen raus. So. Solange der Vertrag unter 3 Monate läuft. Okay. Das ist so ein Blödsinn. Ne? So, jetzt kannst du. Diese ganzen Ausnahmeregelungen, das ist echt eine Lachnummer. Mm. Mindestlohn geht für alle, nur nicht für die, die arbeiten. Genau. Ja, so könnte man's, hätte man es auch reinschreiben können. Ja, die Treppe ist abgefallen. Ja, ist nicht spannend. Doch, das ist tragisch. Ich mach mal schon mal weiter. Ja, ja bitte. Ich repariere. Ja, repariere. So, was mache ich denn hier? So, was mache ich hier? Ja. Ah ja, ich sehe. Oh, Gold. Taupe ist das. Nein, das ist Gold. Ja, komm ich hier mit meinem Messer. Das ist ein Dolch. So, hat sich der Kreis auch geschlossen. Verdammt. Sehr schön. Das ist immer das Beste, wenn du dich ins eigene Fleisch schneidest. Ja, das. Das sorgt jetzt für Stoff. Das ist jetzt Shitstorm, jetzt geht's los. Achso, der kommt nach außen.
Ja, wird schon bunt. Goldenirisch. Ich frage mich noch, was das wird, genau. Das, das wird das Dach. Meinst du? Könnte sein. Das ist so der Laub, weißt du, der auf dein Blatt legt, auf dein Dach legt. Du verstehst. Was machst du denn jetzt? Ja, wenn, dann will ich es auch richtig machen, wa? Ja, wäre ja schön. Irgendwas stimmt hier auch nicht. Mach doch erstmal die hier. Nee, ich will jetzt mal komplett machen. Ja, mach ich schon. Mach doch erstmal eins nach dem anderen. Falls du was brummen hörst im Hintergrund, das ist der Kühlschrank. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Doch ließe sich vielleicht danach, aber. Muss ja nicht. Das scheint ja, glaube ich, auch nicht so. 1, 2, 3, 2, 3. Warum habe ich denn dann 4 frei? Ach nee, habe ich gar nicht. Okay. Alles klar. Cool. Wir nähern uns der Wahrheit. Der einzig wahre. Und die kommen jetzt nach hinten versetzt? Okay. Aber das ist ja hier dieser Torbogen, wo dann Pippin rauskommt und sagt, ich will aber auch mit. Ja, da kommen sie alle raus. Da kommen sie alle raus, genau. Und dann fragt er, wohin geht's eigentlich? Ja, das wissen sie ja selber nicht genau. Ja doch, sie wissen es schon. Nö. Das heißt ja nur die und die Richtung, aber wohin letztendlich, wussten sie zu dem Zeitpunkt. Sehr schön. Die hatten noch keine Ahnung, wo der Berg ist. Klar, ja, wussten die das. Nee, die Hobbits wussten das nicht. Nee, die Hobbits wussten nicht. Ja, also bitte, wussten sie auch nicht, wo es hingeht. Ach so. Abgeflachtes Dach durch Mechanismus, das zeigen wir mal. Ja, ja. Dadurch, dass hier so schöne Scharniere dran sind. Cool. Das haben sie sich mal cool einfallen lassen. Jetzt kommen die Statuen. So Mini-Lego-Männchen, ne? Die gibt es ja auch bei Brettspielen dabei. Solche. Schön. Ich kenne die Brettspiele, aber ich habe sie nie. Ja, diese Sparte hat er aber Lego wieder eingestampft, weil das nicht so gut ankam. Das hatte ich mal gelesen, ja. Lego ist zum Bauen da, nicht zum Spielen. Ja, ne. Genau. Richtig. Der kommt noch her. Ja, dann ist er da drauf. Sag mal so, Finger weg, ist das kein Spielzeug, ne? Blätter mal um, da kommt wieder was. Ich glaube nicht. Oder doch? Aha. So, jetzt wird das nur noch zusammengesteckt. Ja, das machen wir im letzten Video. Hahaha, dann gibt es die Hochzeit. Das gehört ja eigentlich. Opa. Ja, so wie letztes Mal auch, ne? Haben genau. Wir auch. Das gehört ja zusammen und wie das dann zusammen aussieht, das sehen wir dann gleich. Also, bis zum nächsten Teil. Wie spät haben wir? Ja, 20 Minuten ist gut. Jo. Also bis gleich. Bis gleich. Tschüss.